Moin Rollo. Ja, ey, was geht ab, Digi? Hast du eine neue Sonnenbrille? Ja, ist geil, die habe ich günstig geschossen. Was ist das Thema heute? Amazon. Oh. Die zahlen zum Beispiel in Deutschland kaum Steuern und behandeln ihre Mitarbeiter total beschissen. Ja, mach dir mal locker, Digga. Die Brille ist auch von Amazon. Komm, lass uns loslegen. Moin. Sag mal, was hältst du von Amazon? Finde ich super. Findest du gut? Bestellst du viel? Ja. Und was bestellst du so? Alles. Eigentlich fast alles. Alles. Echt? Ja. Seid ihr genervt manchmal durch die Nachbarn, die überhaupt nicht, wo ihr die Pakete aber für die annimmt? Aber ich glaube, die Nachbarn von mir. Sie nee, die müssen für mich alle Pakete ist das so? Annehmen. Ja. Was findest du gut daran? Weil es bequemer ist für mich, weil es wegen meinen Arbeitszeiten muss ich schaffen. Ah ja. Ja, klar, weil du sitzt auf der Couch, kannst bestellen, zack, ne, morgen da. Genau. Ist praktisch. Ja. Praktisch. Und hast du davon gehört, dass die Mitarbeiter ganz schlecht bezahlt werden? Ja, das finde ich natürlich ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Aha. Der Chef wird immer reicher dadurch und die ja, Mitarbeiter, genau. Denen geht es gar nicht so gut. Ja, ja. Eine Bekannte von mir arbeitet dort im Management und das habe ich von ihr eigentlich noch nicht gehört. Man sieht ja nur die Werbung immer, ne? Dass die eigentlich gut bezahlt werden, sich wohlfühlen, da gerne arbeiten. Aber die sollen zum Beispiel auch, die sollen ihre Leute bewachen auch, ne? Ja, da wird gezählt, wie häufig du aufs Klo gehst. Was? Ich meine, du kannst jetzt auch nicht einfach losgehen und Pipi machen, wann immer du willst. Darfst du bei der Arbeit Pipi machen, wann du willst? Ja. Ja, ist schon hardcore. Krass, ne? Ist hardcore, finde ich auch scheiße, muss ich sagen, für so einen großen Betrieb. Ja. Aber ganz ehrlich, dann such dir doch einen anderen Job. Die Firma scheffelt viel Geld, ne? Genau. Aber die Praktiken finde ich da nicht so gut, wie die Mitarbeiter ausgebeutet werden. Ja, aber es ist halt gemütlich, ne? Ja. Für mich ist es halt gemütlich. Es ist gemütlich, es ist aber trotzdem für den Arsch. Aber was, ja, ist halt gemütlich, ne? Ja. Da hat er recht, weil ja. Musst du nicht so gucken, Max. Und dass sie keine Steuern zahlen in Deutschland so richtig, wie findest du das? Habe ich nicht von gehört, ehrlich gesagt. Ja, okay. Sag mir mal, welche große Läden das nicht machen. Ja. Oder welche Kette. Ich meine, der Chef von Amazon, der hat ja über 200 Milliarden US-Dollar. Ne? Hm, ich meine, so viel Kohle hätte ich auch gern. Du nicht, oder was? Ja, glaub ja nicht. Also. Ja. Digi, ich muss jetzt echt los. Ich habe diese Amazon Same-Day-Geschichte gemacht. Das Bier wird gleich zu mir nach Hause geliefert. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, wirklich. Ist eine geile Sache. Gerade bestellt, schon geliefert. Ey, Rollo, hast du schon was von Nachhaltigkeit gehört? Ja, sicher. Ich bin gleich nachhaltig besoffen, mein Freund. Also hau rein, ne? Rollo!